die Puppen der Zauberflöte. Sie werden auch in der kommenden Saison noch zu sehen sein. Denn wie immer läuft das Spiel auf dem See 2 Jahre lang. Dennoch darf man sich bei der Oper auf einige Neuerungen gefasst machen. Mehr verraten die Verantwortlichen aber erstmal nicht. Mit dem Vorverkauf jedenfalls ist man sehr zufrieden. Mehr als ein Drittel der 190.000 Tickets sind bereits gebucht. Ja, wir laufen ja wahrscheinlich wieder einen neuen Rekordjahr, wenn das so weitergeht. Die Nachfrage ist sehr viel, sogar noch höher als im vergangenen Jahr und übersteigt also wirklich alle Erwartungen. Es ist auch schön, dass bereits über 50% unserer Tickets online gekauft werden. Das heißt, es geht, dann hat man Transparenz und ist nicht abhängig natürlich von Wiederverkäufern. Das sind jetzt alles Aspekte, die uns sehr viel Freude bereiten. Doch auch neben der Zauberflöte warten die Bregenzer Festspiele mit einem breiten Programm auf. Im Mittelpunkt der Saison 2014 steht der österreichische Komponist Heinz Karl Gruber, hier per Live-Schaltung aus Paris. Das Motto der Saison ist Wien zartbitter. Damit soll vor allem die Doppeldeutigkeit aller Stücke dargestellt werden. Das kommt zuerst natürlich von der Charakter dieses Stücks, Geschichten aus dem Wienerwald. Das ist von Horvath ein sehr, sehr satirischer Blick auf die schöne Wien und wie eigentlich alles, was lächelt, nicht immer nett ist. Und also was passiert mit dieser armen Mädel in diesem Stück ist natürlich sehr traurig. Also teilweise spielt schöne Musik, teilweise man geht in die Prater, man tut die schönen Sachen, die man tut in Wien, aber dann man entdeckt eigentlich einen anderen Aspekt. Natürlich hat jede Hauptstadt. Neben der Oper Geschichten aus dem Wiener Wald wird auch die satirische Oper Gloria von Jagstberg gezeigt. Neu im Programm sind ein Puppentheater und eine Familienoper. Außerdem werden wieder Orchesterkonzerte, Kammermusikalisches und 2 Uraufführungen gezeigt. Ich freue mich eigentlich über die Breite des Programms, die wir zeigen können. Wir haben unglaublich viele Aspekte drinnen. Wir haben sehr vieles Neues, natürlich wie man gewohnt ist von uns. Wir haben Auftragswerk natürlich wahrscheinlich vom bedeutendsten österreichischen Komponisten. Wir haben für die jungen Leute was dabei, wir haben für die Familien was dabei. Also wir können sehr viel auch für die Zukunft tun und für den Fortschritt. Für Intendant David Poundney wird es die letzte Saison bei den Bregenzer Festspielen sein. Nach 11 Jahren verabschiedet er sich in Richtung der walisischen Nationaloper, wo er die künstlerische Leitung übernehmen wird. Sein Abgang wird von Präsident Metzler mit einem lachenden und einem weinenden Auge gesehen. Es ist kein Geheimnis, dass ich mich immer stark für David auch engagiert habe. Ich glaube, es war ein großes Glück, ihn hier zu haben und deshalb ist natürlich immer ein bisschen Trauer dabei, aber man darf das nicht zu hoch spielen. Wir haben das alles schön geplant, wir haben eine tolle Nachfolge. Die beiden verstehen sich gut, es wird also nahtlos weitergehen und wir sind gespannt und wie immer in jedem Wechsel steckt sehr viel Energie und sehr viel Neues und dem sehen wir sehr positiv entgegen. Für David Poundney wird es noch ein öffentliches Abschiedskonzert geben. Am letzten Festspieltag steht das Singspiel Der Schauspieldirektor von Wolfgang Amadeus Mozart auf dem Programm. Für Poundney ist klar, seine letzte Saison wird er in vollen Zügen genießen. Ich freue mich vor allem vielleicht auf diese Familienoper, besonders der zweite Teil. Das ist eine szenische Uraufführung von einem Komponist, Simon Lax. Der hat das in Paris geschrieben und das Stück ist so charmant und so lustig und hat so viel Farben drin, dass man beinahe nicht verstehen kann, dass Simon Lax ist ein Überlebender aus Auschwitz. Also 5 Jahre vorher hat er das als Dirigent der Männerorchester in Auschwitz alles erleben. Und trotzdem könnte er nachher so ein leichtfüßiges Komödie schreiben. Das ist ein wunderbares Attribut von der Stärke eines Menschen. Am 23. Juli starten die Bregenzer Festspiele mit der Uraufführung Geschichten aus dem Wiener Wald in die 69. Saison. Komponist Heinz Karl Gruber ließ verlauten, er sitze an den letzten Noten. Dann bleibt nur noch zu hoffen, dass 2014 das Wetter auch wieder so gut mitspielt.